Hallo, hallo, hallo! Da sind wir also wieder bei Let's Show the Weapons, Let's Analyze the Weapons, whatever, guys. Mit mir Neo LP und mit einem Gunner, den ich mir gerade brandneu hier erstellt habe, um euch den Überrückenkratzer präsentieren zu können. Epische Musik bitte einspielen. Da-da-da-dam! Überrückenkratzer ist eine Gunnerwaffe, Schnellfeuer, hat 130 Schuss, hat ein recht ansehnliches Aussehen, ist ein bisschen zu aufpoliert für den Krieg meiner Meinung nach. Ich meine, Zweiter Weltkrieg Hintergrund, ich will dir nur sagen. Jetzt begeben wir uns hier mal auf so eine vielleicht relativ typische Short-Range-Distanz, so kurz bevor man ganz nah gekommen ist, und guck mal, wie sehr das Ding streut. Gar nicht. Willst mich verarschen? 130 Schuss ist für eine Short-Range-Waffe ganz okay. Die gehen aber auch relativ schnell runter. Hier mal gucken, wie lange brauche ich für 30 Kugeln. Bitte mitzählen. Also ich bin jetzt auf 3 Sekunden gekommen. Die Präzision endlich. Ist für die Distanz noch ganz in Ordnung, wenn wir ein bisschen näher gehen. Wird sich schon deutlich besser. Nachladeanimation. Sieht meines Erachtens nach okay aus. Der Ton ist meines Erachtens nach auch okay. So soll sich eine gute Gunnerwaffe anhören. So richtig mit viel Bums. Einfach mal hier nach vorne rennen, obwohl überhaupt keine Gegner da sind. Der ist gar nicht drin. Also ich mache nachher einen Praxistest, oder vielleicht, wenn der jetzt auf der gegnerischen Seite ist, kann ich diesen Praxistest auch jetzt machen. Ansonsten hätte ich jetzt einen Cut gemacht und wäre nachher wieder eingestiegen. Mal gucken, vielleicht kann ich diesen Praxistest ja jetzt gleich machen. Die Waffe kostet... Ich mache einen Cut und sag euch, wie viel sie kostet. Scheibenkleister. Sie kostet auf jeden Fall den ganz üblichen Preis für die Überwaffen. Ich meine, das waren 3000, um die 3000 Funds. Jack. Klar, der heilt sich erstmal. Ja. Praxistest. Let's do it. In Kombination gespielt werden kann die Waffe eigentlich mit allem. Kann sowohl mit einer Shotgun in Kombination gespielt werden, als auch mit einer Pistole, zum Beispiel der Pirate Pistol. Die gehen da unten hin. Ich will einen Praxistest machen, Jungs. Ihr sollt eigentlich zu mir kommen. Aber das ist eben das Los des Gunners. Wir müssen immer zum Gegner kommen. Am besten noch in Kombination mit dem Tankbuster. Yes, ihr habt schon gesehen, ich mache damit ein Kommando sehr schnell fertig. Und hier auch ein anderer Gunner hat keine Chance gegen uns. Ja. Jetzt muss ich mich ein bisschen heilen. Doch hier irgendwelche Kommandos. Keine Chance, Leute. Ihr seht schon, ich mache mit dem Ding hier eigentlich alle fertig. Ich bin zwar jetzt auch auf dem Level 1er Server, aber ich hatte keinen Machine Gunner, den ich dafür nicht verwenden konnte. Deswegen musste ich mal eben einen machen. Wie gesagt, bis jetzt ist es alles noch im Fall für die Richtung. Junge, ich sehe, es bringt nichts, wenn du dich jetzt unsichtbar machst. Oh, ich lade hier gerade nach. Ja, ihr seht schon. Richtig geil. Wieder keine Kombination. You're now gesagt. Okay.
Ja, gegen Sniper ist man dann doch mal im Arsch. Komm, jetzt mach ich hier noch einen Schaden. Macht die Waffe auf die Reichweite nicht über die Maßen viel. Ist ja auch eine Nahkampfwaffe. Leider die andere Teile nachgeladen. Ist ja auch eine Nahkampfwaffe. Auf Midrange, so auf die Reichweite zum Beispiel. Nervt immer ein Kugel, wenn man den Nahkampf bekommt, fällt die einfach immer weg. Kann man auch schön mal ein Kommando verfolgen, der sich hier gerade vor allem sollte. Close Shape. Ja, so viel zu dem Schaden. Sie macht so bis zu 10 Schaden, das war mal das Maximale, was ich damit erreicht habe. Aber hier zum Beispiel kaum Chance, dass man sie trifft. Da ist sogar das Ding, glaube ich, besser. Jo, dann einmal reinfetzen und dann geht das schon. Dann habe ich der Waffe auch genug gezeigt. Sollte ich vielleicht noch kurz nachdenken, ob ich alles erwähnt habe. Ich denke zwar ja, aber ich kann mir bei mir nie so sicher sein. Den Preis habe ich, soweit ich ihn wusste, erwähnt. Ich habe den Ton erwähnt. Ich habe das... Nein, das Aussehen. Doch, das Aussehen habe ich erwähnt. Die ist mir zu elegant, habe ich gesagt. Genau. Warum lasst ihr den durch? Na gut, das ist der Nachteil an Level 1er Servern. Die haben einfach alle nichts drauf. Und der Gunner ist noch extrem lahm. Moment, du bist aber nicht Level 1. So. Ja, genau. Hab ich jetzt erwähnt. Wonderful! No kill! Ja, gut. Egal. Ich bin hier auf dem ersten Platz und bin eigentlich Level 1. Was will ich mehr? Ja, Leute. Ich finde, die Waffe ist auf jeden Fall empfehlenswert. Was ist denn jetzt hier alle... Was sind hier alle für Kack-Leute drin? Mit Laserwaffen und alles. Leute, Level 1er Server. Ich habe mir die Waffe hier für einen Tag gekauft, damit ich sie halt mal zeigen kann. Alter. Genau. Noch eins vielleicht zu der Kombination. In Kombination, wie gesagt, mit allem gut spielbar, nicht mit allem perfekt spielbar. Ich persönlich würde dazu eine Long-Range-Waffe empfehlen, aber einfach nur, damit man auf alle Eventualitäten irgendwie gewappnet ist. Ansonsten, wer will und komplett auf Fernkampf will, kann auch gerne. Ja, der Shotgun kann auch gerne zum Beispiel sich eine Laserwaffe holen, biete ich ja auch keinen, wo ich selber ein bisschen bissig bin. Auch eine nette Idee, mit einer Shotgun in den Fernkampf gehen. Ja, aber ich denke mal, das soll es gewesen sein. Meine Waffenanalyse, vielleicht den Kill habe ich nicht gemacht. Ja, ihr seht, die Waffe rockt auf jeden Fall, vor allem wenn man auf dem 1er-Service, das war jetzt ein bisschen unfair von mir. Es macht auf jeden Fall Spaß, mit der Waffe zu zocken. Aus meiner Sicht aus passt an der Waffe wirklich alles. Ja, holt sie euch, wenn ihr Gunner seid.